Zu keinem Zeitpunkt aber haben sie Kontrolle über die Private Keys dieser Bitcoins. Was bedeutet das? Diese Bitcoins sind letztendlich nicht in ihrem Besitz. Registriere dich jetzt bei Bitwavo und profitiere von den Vorteilen. Wir können nur spekulieren, mein Lieber. Ich erwarte schon, dass wir Volatilitäten um den Halving herum sehen werden. Ich habe es euch schon tausende Male in den Charts gezeigt gehabt. Darum ist das jetzt langweilig, wenn ich nochmal darauf eingehen würde. Ihr wisst es alle, ich habe es euch öfter gezeigt. Die Frage ist jetzt einfach, wie wird sich das entfalten mit dieser ganzen ETF-Geschichte? Werden diese ETF-Einkäufer diese Coins wirklich so lange halten? Wir müssen halt eine Sache bedenken. Das ist das, was ich euch heute auch gesagt habe im Video. Es ist schön zu sehen, dass das BlackRock, Fidelity und all sowas innerhalb von 15 Tagen jetzt schon, ich glaube, BlackRock und Fidelity haben schon fast so viel Bitcoins eingekauft wie MicroStrategy. In über 300, nein, sogar noch länger, also in über einem Jahr sich gekauft hat, haben jetzt BlackRock Fidelity innerhalb von 15 Tagen einfach mal vom Markt aufgesaugt. Es gibt natürlich positive Aspekte, die ich euch schon genannt habe. Langfristig gesehen ist das halt so, dass das Coins sind, die nicht im Umlauf sind. Und die werden von Minern gekauft, von anderen Institutionellen. Diese werden die Bitcoins jetzt nicht direkt im offenen Markt in den Börsen verkaufen und den Preis drücken. Das ist ein Vorteil, den wir jetzt erstmal sehen, kurzfristig. Langfristig gesehen muss man halt bedenken, welche Mentalität verfolgen Menschen, die eher einen Bitcoin-ETF statt Bitcoin direkt Spot einkaufen und sich das zum Beispiel auf so einem Nano Ledger X ziehen, auf ihre Hardware-Wallet. Sie haben nichts mit der Bitcoin-Philosophie zu tun. Sie haben nichts damit zu tun, oder sie haben sich nicht damit beschäftigt, was Bitcoin eigentlich macht, welche Lösung sie uns bietet, dass sie das Double-Spending-Problem auf einer unnormal intelligenten Art und Weise auf einen Algorithmus gestützt dezentral lösen. Das interessiert diese Menschen nicht. Was interessiert diese Menschen, die einen ETF kaufen? Cash. Was bedeutet das? Warum sage ich das? Sie geben ihre Dollar und bekommen ein Wertpapier. Dieser Wertpapier spiegelt die Preisentwicklung des Bitcoins wider. Zu keinem Zeitpunkt aber haben Sie Kontrolle über die Private Keys dieser Bitcoins. Was bedeutet das? Diese Bitcoins sind letztendlich nicht in Ihrem Besitz. Diese Bitcoins sind im Besitz von BlackRock. Und nicht mal direkt im Besitz von BlackRock, sondern im Besitz von Coinbase Custody. Denn Coinbase Custody sorgt dafür, mit ihren Aufbewahrungsservices, dass sie die Coins aufbewahren. Also, wenn beziehungsweise Coinbase Custody gehackt werden würde und die Bitcoins verschwinden würden, klar, es ist super einfach, das zu tracken. Die Konten würden direkt eingefroren werden und das Geld würde dann wieder schnell zurückkommen. Was heißt schnell? Dauert dann schon eine kleine Weile. Aber letztendlich, um es auf den Punkt zu bringen, hat nicht mal BlackRock letztendlich die Private Keys. Versteht ihr, wo ich darauf hinaus will? Diese Menschen sind einfach auf Geld aus. Sie werden, wenn der Preis fällt, meines Erachtens nach höchstwahrscheinlich genauso schnell runterdumpen wie viele Panic-Seller im Spot-Bereich. Darum, es hat seine Vor- und es hat seine Nachteile.